Ja, liebe Stuttgarter, liebe Freunde des Kopfbahnhofs und liebe Freunde von Paul Gonatz. Vor genau 100 Jahren gab es den Architektenwettbewerb, aus dem Gonatz als Sieger hervorging, also den Wettbewerb zum Bau dieses Bahnhofes. Erlauben Sie mir einen einzigen Satz Werbung in eigener Sache. Ab 26. März, also einen Tag vor der Landtagswahl, können Sie diese Ausstellung, die wir in Frankfurt begonnen haben und die dort noch läuft, ganz in der Nähe, nämlich in der Kunsthalle in Tübingen, besichtigen. Und das 2 Monate lang bis zum 22. Mai 2011. Applaus für die Kunsthalle in Tübingen! Paul Gonatz und seine Architektur, das ist treffend beschrieben worden von dem Architekturkritiker Julius Posener. Ich zitiere: Paul Gonatz schien mir immer derjenige unter den deutschen Architekten, der am festesten auf seinen Füßen steht. Was aus seinen Händen hervorgeht, hat Größe. Er braucht sich nicht in die Brust zu werfen, um monumental zu sein. Er ist es von Natur. Freundlichkeit ist der andere Charakterzug seiner Kunst. Seine Bauten kennen keine Härten. Gut, darüber kann man streiten. Einige mag man gewaltig nennen, aber keine ist gewaltsam. Gonatz Hauptwerk, auf das diese Sätze abzielten, war natürlich der Hauptbahnhof. Hier haben Sie ihn. Ein großartiger Bau, der, als er in den 20er Jahren fertig gebaut war, als der moderne Bahnhof schlechthin angesehen war. Seine Formen waren neu und ungewohnt, genauso wie die mächtigen Baumassen. Die flachen Dächer und die würfelförmigen Volumen waren Zeichen der frühen modernen Architektur. Der Bahnhof war ebenso funktional wie monumental. Das wurde vor 90 Jahren noch nicht als Gegensatz gesehen. Ein Kritiker, es war der Stuttgarter Kunsthistoriker Hans Hildebrand, hat 1924 Folgendes geschrieben: Der Hauptbahnhof von Paul Gonatz stellt der bisher üblichen Monumentalität der symmetrischen Schlossfassade eine neue Monumentalität des freien Gleichgewichts gegenüber. Das genau ist die Qualität dieses Bauwerks. Natürlich darf man fragen, warum Gonatz ihm eine so mächtige Erscheinung gegeben hat, die vom Relief der Steinfassaden noch unterstrichen wird. Die Antwort ist einfach. Er gestaltete ihn als ein stolzes Monument des modernen Reisens zu einer Zeit, als noch wenige Autos fuhren und als das Fliegen noch kaum begonnen hatte. Der Bahnhof bündelte fast allen Verkehr aus Stuttgart heraus und nach Stuttgart hinein. Was in alten Zeiten die Stadttore bedeuteten, leistete von da an ein einziger großer Bau mit seinem Turm von weitem zu sehen. Die Formen des Bahnhofes, und die nächsten 2 Minuten bitte ich Sie dann mal ein bisschen nach links und rechts und rauf zu gucken, die Formen des Bahnhofes erzählen aber noch mehr. Seit kurzem wissen wir, dass die Fassaden und die Hallen innen Bauten aus Ländern am Mittelmeer und im Orient zitieren, die Gonatz bereist hatte. Der Turm ist eine Erinnerung an einen ähnlich geformten Turm in der Stadtbefestigung von Verona in Norditalien. Die Fronten der Schalterhallen, hier haben Sie die große und ein bisschen weiter nach Norden dann die kleine Schalterhalle. Wenn Sie also die Fronten der Schalterhallen sind inspiriert von einer Moschee in Kairo, der Sultan Hassan Moschee aus dem 14. Jahrhundert. Wenn Sie die kleine Schalterhalle betreten, sehen Sie auf Wände aus abwechselnden Lagen von dünnen roten Ziegeln und gelblichen Natursteinen. Gucken Sie da das nächste Mal mal genau hin. Genauso geschichtete Wände hatte Gonatz an der damals 1600 Jahre alten Stadtmauer von Konstantinopel gesehen, als er 1916 eine Reise dorthin machen durfte.
In der kleinen Schalterhalle gibt es in der Wand zur Kopfbahnsteighalle zwei Reihen von Rundbogenfenstern übereinander. Vor einem Monat standen wir genau an der Stelle mit einer Kollegin aus der Türkei. Und sie sagte dann spontan, ja, das hat Bonatz aus den Moscheen von Istanbul. Es ist der typische Wandaufbau der Moschee an genau der Wand, die in Richtung Mekka zeigt. Etwa so, wie auch die christlichen Kirchen, zumindest früher war das so, immer nach Osten in Richtung Jerusalem orientiert waren. Und wenn Sie, ich komme jetzt auch zum Ende mit dieser Betrachtung, und wenn Sie die vielen senkrechten Wandnischen an der Südseite und hier hinter dem dieser kleinen Hütte betrachten, immer drei Geschosse hoch, mit je einem Fenster in jeder Etage, dann handelt es sich wiederum um die Fassade der eben schon erwähnten Moschee in Kairo, die Bonatz ganz offensichtlich sehr faszinierte. Diese Wandnischen geben dem sehr langen Südflügel seine Gliederung. Noch steht dieser Teil des Bahnhofes, die Bahn will ihn abreißen. Wenn das geschieht, geht ein wesentlicher Teil eines Bauwerks verloren, das Stuttgart für den Weltverkehr geöffnet hat und dies auch symbolisch darstellte und bis heute darstellt. Unter den Kunsthistorikern gibt es Kollegen, die sich ganz sicher sind, dass die Formen des Bahnhofs die Architektur des Nationalsozialismus vorweggenommen habe und somit angeblich dasselbe bedeuten wie die Entwürfe eines Albert Speer. Es ist natürlich ein willkommenes Argument für diejenigen, die den Bahnhof verstümmeln wollen, und deshalb wird es in diesen Tagen gerne wiederholt. Diesen Kollegen möchte ich die erste Architekturkritik zum Lesen empfehlen, die 1918 über den damals halbfertigen Bahnhof geschrieben wurde. In ihr wurde Bonatz von einem Architekturpublizisten, der ganz offensichtlich der extremen Rechten angehörte, dafür kritisiert, dass er ein Kosmopolit sei, also ein Weltbürger, und dass er dieses Weltverständnis in die Fassaden seines Bahnhofs gelegt habe, und zwar durch Anleihen im Ausland, besonders in orientalischen Kulturen. Der hatte also etwas gemerkt. Ein Architekt wie Bonatz werde nie in der Lage sein, eine nationale Architektur zu schaffen. Gleich danach nahm ein anderer Kritiker Bonatz in Schutz. Es sei ganz richtig so, dass der Architekt Kosmopolit sei und ein Bahnhof wie dieser gehöre der ganzen Welt. Und das finde ich auch. Funktioniert seit fast 90 Jahren hervorragend, obwohl er nicht, wie Sie wissen, im besten Zustand ist. Denn die Bahn vernachlässigt ihn seit langem und das ganz offenbar gezielt. Bahnhof benutzen, ist er so vertraut wie ein Möbel, das sie schon immer in der Wohnung hatten. Und ich glaube, sie gehören dazu. Wahrscheinlich gibt es kein anderes Gebäude, das so viele Menschen hier in der Region von innen und außen kennen. Sie alle haben gut gelebt mit diesem Bau, der da das Ankommen und das Wegfahren immer zu einem Erlebnis macht, weil er außer dem guten Funktionieren Monumentalität und Pathos hat und optimal mit der umgebenden Stadt verzahnt ist. Die Schalterhallen mit ihren großen Portalen, der aus der Schlossstraße heraus sichtbare Turm, Entschuldigung, das ist glaube ich die Königstraße, stimmt's? Ja. Ich bin ja Ausländer, Entschuldigung. Ja.
Also der aus der Königstraße heraus sichtbare Turm. Alles steht an der richtigen Stelle und die Komposition des Ganzen ist perfekt ausbalanciert. Dieses Gleichgewicht wird durch den Abriss der Flügel zerstört. In den 1980er Jahren ist der Bahnhof aus guten Gründen zum Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung erklärt worden. Heute wird dasselbe Kulturdenkmal durch Abbruch der Flügel amputiert. Kunsthistoriker, Architekturhistoriker, Denkmalpfleger aus dem In- und Ausland, die besten Vertreter ihres Faches, haben dagegen öffentlich protestiert. Wenn die Verantwortlichen, denen die Flügelbauten nur lästige Hindernisse für den unterirdischen Neubau sind, wenn diese behaupten, sie hätten dafür sogar die Zustimmung der Denkmalpflege, dann sagen sie nur die halbe Wahrheit. Was sie haben, ist nur die Zustimmung der vorgesetzten Behörde, nicht die der beamteten Fachleute. Schon vor 12 Jahren... noch vor dem Architektenwettbewerb von 1998, der den unterirdischen Bahnhof hervorbrachte, wurden die Denkmalpfleger mit diskreten Verwaltungsakten zum Schweigen gebracht. Und diesen Maulkorb tragen sie bis heute. Die Denkmalpflege, das ist kein Zufall, steht in Baden-Württemberg unter keinem glücklichen Stern. Um mit ihr eine unbequeme Behörde zu schwächen, hat die Politik ihre zentrale Instanz, nämlich das Landesdenkmalamt, schon vor Jahren abgeschafft. Aber, wie sagt es Hölderli, euer schwäbischer Dichter, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wo die Denkmalpfleger sich nicht frei äußern dürfen, sind die Leute selbst in die Lücke getreten und für den Bahnhof auf die Straße gegangen. Zehntausende, die gegen die Verstümmelung eines Kulturdenkmals auf der Straße demonstrieren, das ist sensationell. Ich kenne kein Beispiel aus der Geschichte. Machen Sie weiter so. Die Augen und staunt über die angeblich so gemütlichen Schwaben, die seit 1,5 Jahren jede Woche auf die Straße gehen. Respekt. Aber erlauben Sie mir auch einen einzigen Satz, bitte solidarisch zu verstehender Kritik. Ich habe von einem Glaubensbekenntnis gehört, in dem auch der Architekt des Bahnhofs mit Worten verehrt wird, von denen ich nicht ganz sicher bin, ob sie völlig ernst gemeint sind. Architekten sind keine Heiligen. Paul Monatz nicht und genauso wenig der Architekt des unterirdischen Bahnhofsprojekts. Wir haben alle Grund, Monatz für seinen Bahnhof zu loben. Wir können auch seine Autobahnbrücken als gelungene Bauten der Technik würdigen, die heute auch überwiegend nicht mehr bestehen, weil man sie zerstört oder verändert hat, die harmonisch in die Landschaft zu setzen verstanden hat. Und wir können dies wegen der Qualität dieser Bauten tun, obwohl das im Dritten Reich stattfand und obwohl die Nationalsozialisten damit ihre Propaganda getrieben haben. Dafür, dass Paul Monatz während des Zweiten Weltkrieges im Auftrag von Albert Speer Entwürfe für die Umgestaltung Berlins und Münchens gezeichnet hat, müssen wir ihn nicht lieben. Wie viele seiner Kollegen wollte er immer bauen und mitspielen. Dieser Versuchung hat er nicht widerstanden. Immerhin hat er aber die Widersprüche zu den eigenen Auffassungen im Laufe der Zeit erkannt. Und dies war einer der Beweggründe, weshalb Paul Monatz noch 1943/44 Deutschland den Rücken kehrte, um in der Türkei noch einmal von vorn anzufangen. Die Einzelheiten dieser Geschichte sind in unserer Ausstellung dokumentiert und das können Sie dann auch in Tübingen sehen. So viel zu Paul Monatz. Eine Bemerkung noch zum Hauptbahnhof und wie mit ihm umgegangen wird. Der alte Stuttgarter Hauptbahnhof und die Eisenbahn der Zukunft, das sind keine Gegensätze, wie man ihnen das weismachen will.
Man muss dem Bahnhof eben nicht die Flügel abschneiden, um das Bahnsystem in die Zukunft zu bringen. Im Ausland weiß man, dass es auch anders geht. In London, in Paris, in Antwerpen, in Madrid hat man den Hochgeschwindigkeitsverkehr eingerichtet, ohne die bestehenden Kopfbahnhöfe abzureißen oder zu verstümmeln. Heute sind sie der Stolz ihrer Städte. Das und nicht die Abrisspolitik von Bahn, Stadt und Land wäre der richtige Weg in die Zukunft. Sorgen Sie dafür, dass es endlich auch in Stuttgart so gemacht wird. Oben bleiben. Oh.